Hallo zusammen. Es ist wieder soweit. Wir starten unsere jährliche Spendenkampagne. Ihr könnt es live beobachten im Spendenbarometer auf handverband.de. Da zählen wir vom 1.12. bis zum 15.01. alle eingehenden Spenden und neue Fördermitglieder beim Deutschen Handverband. Dieses Jahr hat gezeigt, dass es sich lohnt, den DHV zu unterstützen. Es ist zwar nicht die große Legalisierung geworden, aber wir haben trotzdem einen großen Meilenstein erreicht. Wir können Cannabis besitzen, anbauen, konsumieren und ohne den DHV wäre es sicher nicht so weit gekommen. Wir werden natürlich das große Ziel der Legalisierung nicht aus den Augen verlieren und wir werden uns auch weiterhin für Verbesserungen im Cannabisgesetz einsetzen. Mit euren Spenden aus dem letzten Jahr unterstützen wir diverse Prozesse gegen harmlose Konsumenten und wir verklagen Bayern und die Bundeswehr. Aber jetzt stehen Wahlen an und die CDU wird mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Regierung anführen und eines der wichtigsten Projekte, das Cannabisgesetz zurückdrehen. Die wollen euch wieder staatlich verfolgen. Ihr könnt uns mit eurer Spende helfen, das Erreichte im kommenden Jahr gegen eine CDU-Regierung zu verteidigen. Auch die Gegner der Legalisierung haben Lobbyverbände. Zum Beispiel Polizeigewerkschaften und Ärzteverbände haben viel Einfluss auf Politik und Medien. Und sie arbeiten regelmäßig mit Fake News. Dem müssen wir was entgegensetzen. Neue Fördermitglieder und Spender ab 10 Euro können auch wieder was gewinnen. Gebt bei Banküberweisungen einfach eure E-Mail-Adresse an oder nutzt unseren PayPal-Link. Wir werden euch die Preise nochmal in einem extra Video vorstellen. Die Union will euch wieder zu Straftätern machen. Wehrt euch dagegen.